Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Heute aus dem Zoopark Erfurt, gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über Elefanten. Im heutigen Video, da geht es um die Elefantenhaltung im Zoopark Erfurt. Und da ist ein junges afrikanisches Elefantenkalb geboren. Ich würde sagen, das schauen wir uns mal an. Ja, hier sehen wir das Elefantenbaby Banyoko, das als zweites Elefantenbaby im Zoo Erfurt geboren wurde. Und hinter dem Baby läuft Tante Xami. Xami, das ist keine blutsverwandte Tante, sondern das ist eine von den Tuli-Baby-Elefanten. Und hier vorne links, hier sehen wir Chupa, das ist die Mutter von Banyoko. Banyoko hat sich da hingelegt und versucht wieder auf die Beine zu kommen, aber so richtig schafft er es nicht. Und jetzt kommt Mutter Chupa und hilft ihm mit dem Rüssel auf. Und was wir aber auch sehen ist, dass das Jungtier Banyoko sehr hinter Tante Xami herläuft, obwohl sie, wie gesagt, nicht die Mutter ist und nicht blutsverwandt ist. Hier sehen wir jetzt das Hinterteil des Vaters, des Bullen Kibo, dann Safari, die älteste Elefantenkuh, und da war Ayoko, das vorherige Jungtier von Chupa. Aber hier Xami und Banyoko. Jetzt sehen wir etwas ganz Besonderes, nämlich Banyoko trinkt bei Tante Xami, die aber keine Milch haben dürfte. Es ist ja nur eine Tante und vor allen Dingen die Zitzen sehen auch nicht danach aus, als wenn Milch drin wäre. Kibo jetzt im Vordergrund gewesen. Hier wieder Xami und Banyoko. Also das Jungtier ist sehr viel mehr im Moment bei der Tante, bei diesem Tuli-Baby-Elefanten unterwegs als bei der Mutter Chupa. Die Mutter Chupa ist ja in Sergon in Frankreich geboren und nach Erfurt gekommen. Und da vorm Tor, da ist die alte Safari, die in den 1970er Jahren nach Erfurt kam, dort noch in der alten Scheune lebte, dann im Elefanten Haus, das 1984 fertiggestellt wurde und jetzt ihr drittes Elefantengehege im Zoo Erfurt. Hier geht jetzt Safari, gefolgt von Ayoko, der Tochter von Chupa, und Chupa durch das Tor. Und mit einigem Abstand kommen jetzt Xami und Banyoko durch das Tor. Wie gesagt, Banyoko ist nicht der Sohn von Xami, sondern von Chupa. Das Tor schließt sich wieder und die Elefanten kommen also ins Elefantenhaus. Eine Gelegenheit, sich mal den Bullen Kibo genauer anzugucken. Der ist nämlich noch im Außengehege. Hier ist er, der Bulle Kibo, 2005 im Zoo Wuppertal geboren, wo ich ihn auch kurz nach seiner Geburt gesehen habe. Ja, er ist ziemlich genauso hoch wie die Betonmauer im Hintergrund. Also, die müsste man mal ausmessen, dann wüsste man, wie hoch der Bulle jetzt ist. Er wird ja nächstes Jahr 20 Jahre alt. Aber jetzt öffnet sich auch bei ihm die Tür und auch der Bulle kommt dann kurz ins Elefantenhaus und die Tierpfleger bereiten dann das Außengehege wieder für Kibo vor. So, jetzt im Elefantenhaus, hier vorne sehen wir Ayoka und im Hintergrund von links nach rechts Chupa und mit etwas Abstand Sohn Banyoko bei Tante Xami. Also das hier sind nicht Mutter und Tochter, sondern Tante Xami und Banyoko. Ja, jetzt geht Xami zu dem Futterloch, wo Chupa steht, die Mutter von
Manioko und was macht Schupa? Sie weicht ohne Eile, aber sie weicht aus und sucht sich einen neuen Futterplatz. Sie überlässt also Xami den Futterplatz, das heißt, sie ist in der Rangordnung unter Xami. Hier ist die alte Safari, die Leitkuh mit Ayoka, dem ersten Jungtier von Chupa. Nur Chupa ist hier eine zuchtfähige adulte Elefantenkuh. Die anderen adulten Elefantenkühen sind schon aus dem zuchtfähigen Alter raus. Hier wieder ein Saugversuch. Banyoko saugt wieder bei Xami. Aber wie gesagt, eigentlich dürfte keine Milch dabei rauskommen. Hier steht jetzt Safari bei Xami und Banyoko. Das heißt, Safari und Chupa haben die Plätze getauscht. Und man sieht, wieder trinkt Banyoko oder saugt er zumindest bei Xami. Aber so wie die Zitzen aussehen, dürfte da keine Milch rauskommen. Und die alte Oma Safari ist auch dabei. Aber auch sie ist nicht die Mutter von Chupa und nicht die Mutter von Xami. Sie ist ja auch nicht blutsverwandt. Es ist ja eine ziemliche Patchwork-Familie im zu Erfurt. Aber im zu Erfurt klappt es ganz gut. Jedenfalls solange wie Safari noch fit ist, klappt dies hier im zu Erfurt erfreulicherweise sehr gut. Es stellt sich aber trotzdem die Frage, was ist mit dem Jungtier Banyoko? Es ist ja die ganze Zeit zu sehen, dass es bei Tante Xami steht und nicht bei der Mutter Chupa. Und es versucht ja sogar bei Xami zu saugen, obwohl dort sicherlich keine Milch rauskommt. Die Frage, ist das eine gefährliche Situation oder sind die Elefanten schon sich bewusst, was da passiert? Und ist dies eine Situation, dass Banyoko da nicht Gefahr läuft, nicht ausreichend bei der Mutter zu trinken? Denn normalerweise alle 1 bis 1,5 Stunden sollte ein so junges Jungtier bei der eigenen Mutter trinken. Aber hier passiert das ja gerade nicht. Also es sind schon 2 Stunden rum und es wurde noch kein Trinkversuch bei Mutter Chupa beobachtet. Die Mutter Chupa steht hier mit ihrer Tochter Ayoko, dem älteren Geschwistertier von Banyoko. Ist dies nun eine gefährliche Situation oder nicht? Ja, ich würde sagen, Elefanten sind die besseren Elefanten und nicht Menschen sind die besseren Elefanten. Also wenn Menschen hier glauben, dass sie reglementieren müssten, dann sage ich halt stopp, nein. Die Elefanten wissen selber, was für sie gut ist. Man sieht hier keinerlei Aggression, dass Xami gewaltsam das Jungtier von Chupa klaut, sondern das Jungtier läuft freiwillig, also Banyoko läuft freiwillig mit Xami mit und Banyoko hat eine normale Entwicklung, lebt bisher gesund im zu Erfurt. Das heißt, es ist offensichtlich nicht zu seinem Schaden, dass er hier hauptsächlich mit der Tante und weniger mit der Mutter mitläuft. Dies ist eine Situation, wo man zumindest als Mensch meiner Meinung nach nicht eingreifen müsste. Ja, und jetzt mal in den Nebenstall hier zu Bulle Kibo, rechts von der großen Innenfreianlage der Herde. Hier ist Kibo also im Elefantenbullenstall und wartet darauf, dass er, jetzt ist es gerade der Fall, wieder hinausgelassen wird. Und zwar wird er jetzt ins große Außengehege hinausgelassen. Ja, hier also Kibo jetzt nicht im Bullen-Außengehege,
sondern im großen Herdengehege. Und da begibt er sich zielstrebig zu diesem Hayfeeder, zu dieser Heuraufe, hat sogar das linke Vorderbein auf der Hayraufe stehen, nicht, dass er sich da noch komplett draufstellen kann, aber er ist hier am Enrichment und er frisst an dieser aufgefüllten Heuraufe im großen Herdengehege im Zoo Erfurt. Ja, das war schon mein kurzes Video für heute. Ich hoffe, dass es gefallen hat. Dann gerne einen Like da lassen. Gerne Kommentare schreiben, die lese ich in jedem Fall. Und auch den Kanal abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!